Die nachfolgende Sendung ist nicht für Humor geeignet. In letzter Zeit fragen mich Leute öfter mal, ob ich Heze für Marketing habe. Ne? Business Boys! Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Wusstet ihr, dass die Formel I ist gleich MC Quadrat von keinem geringeren als... From one stone. Die Erde, die dreht sich aber auf jeden Fall schneller als Lichtgeschwindigkeit um die eigene Achse. Ich weiß gar nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber in letzter Zeit gibt es so einen neuen Trend, der heißt irgendwie sowas wie Quarantäne. So ist, da bleiben die Leute zu Hause. Um keine anderen anzustecken. Ich verstehe auch nicht, was bei den Leuten zurzeit abgeht. Das Traurige ist, die einzige Plattform, auf der ich gerade unterwegs war, um ein Video zu machen, heißt TikTok. Das ist aber kein Beweis, Bruder. Pamela Reif ist eine Fitness-YouTuberin. Hin und wieder dreht sie in letzter Zeit auch das ein oder andere Video mit ihrem Bruder. Jetzt bin ich letztens auf ein Video von ihr gestoßen, das sie ebenfalls mit ihrem Bruder gedreht hat. Ja. Wirklich ein sehr, sehr guter TikTok gewesen an der Stelle. Ihr wisst es, wir filmen uns in privaten Situationen wie Zähneputzen, in unseren kindlichen Räumlichkeiten hier bei mir im Kinderzimmer auf Insolvenzbasis. Je mehr Hater du hast, desto mehr Geld verdienst du auch. Aber Leute, das Geilste, was man noch machen kann, ist, wenn man so einen richtig geilen, intim, privaten Moment mit seinem Partner filmt, oder? Leute, immer wenn ich fahre, weint Annika, weil sie nicht will, dass ich wieder nach Hause fahre. A, sie hat Angst, dass ich einen Unfall baue, und B, sie hat einfach Angst. Aber wir sehen uns bald wieder. Endlich scheiße. Es ist ja echt süß von einer Freundin, dass sie sich so sehr liebt, aber warum filmst du das, Alter? Ich versteh's nicht. Drake hat ja ein neues Lied rausgehauen. Und in dem Lied ging's um dieses Left Foot Up, Right Foot Down und so ein Scheiß. Jetzt habe ich ein Video gefunden, die sind dem Trend einfach kurzerhand nachgekommen. I'ma show you how to get it, it go right foot up, left foot slide. Wie bitte? Das war das falsche Video, sorry. Ich meinte das hier. Right foot up, left foot slide. Before you walk into a 32 million Menschen. Man kennt es, Leute. Wir haben hier was Ähnliches in unserem Haus auch, bevor man hier reinkommt. Ich werde es euch eben demonstrieren. Right foot up, left foot slide, left foot. Are you gonna lay on your stomach? And you're gonna go put your hands behind your back. With getting up, you can't go on your side. 168.000 Likes. With getting up, you can't go on your side. Oh. Machen wir die 168k Likes voll. Ich verstehe nicht, wie diese Trends zustande kommen. Es ist wieder ein neuer da. Es ist einfach nur ein Lied und dazu wird dann getanzt. Das ist doch Bibis Beauty Palace in der Kategorie Big Tits. Wisst ihr, Leute, jedes Mal, wenn ich auf der Plattform bin, denke ich mir so, mehr Cringe geht doch nicht. Lucky for you, I don't want to. Es ist fast so, als würde ich irgendwie hergehen und würde mir irgendwie im Stream einen E-Girl. Yes. If you think about that everything is in the universe, you know? What in the universe is? Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst den Daumen jetzt im linken oberen Ohrschluch da. Und wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann verpisst euch! Und ich sehe einfach, dass bei der Mondlandung Spotlights reflektieren.